Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, wir wollten für Barney den Kuhmist verteilen. Ein Feld zu düngen macht nicht unbedingt Spaß, aber irgendjemand muss es machen, Brielle. Nimm den Eimer mit dem Kuhmist und verteile ihn. Der Boden wird die Nährstoffe aufnehmen. Keine Zeit zu verlieren. Nimm den Eimer und los geht's. Okay. Bis gleich. Ich glaube, Angel können wir hier stehen lassen. Die muss jetzt nicht unbedingt mit. So. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier alles verteilt kriegen. Einmal. Okay, okay. Und das noch. Oh, der Mähdrescher hier. Und dann das letzte. Jetzt fahren wir schneller, ich muss da hin. Los, fahr, hopp, hopp. Okay, dann haben wir das auch geschafft. Alles gedüngt. Gut gedüngt. Wir können heute nichts anderes machen. Okay. Wir müssen jetzt warten, dass der Dünger seine Arbeit tut und in der Zwischenzeit werde ich meine Einladung verschicken. Okay. Dann bis morgen, Barney. Ja, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch, beim Einsiedler eine Quest. Oder hier bei Elizabeth in Valedale. Das ist der Zugang ins Dinotal. Die Frage ist, was machen wir? Machen wir neues Gebiet oder machen wir beim Einsiedler weiter? Das ist so. Ich weiß es nicht, kann mich gerade nicht wirklich entscheiden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Gebiet machen möchte oder ob ich lieber, ja, eher die alten, machen möchte. Hey, bist du irre? Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Wir gehen erstmal zum Einsiedler. Und danach dann ins Tal. So machen wir es. Wir machen jetzt erst beim Einsiedler weiter und danach gehen wir dann in das Tal des gefrorenen Dinosauriers. Nein, wie heißt denn das noch? Hier. Tal des verborgenen Dinosauriers, genau. Da ist dann eben das ist der Zugang dahin. Aber wir machen jetzt erstmal auf Südhof weiter. Beim Einsiedler und gehen dann danach ins Dinotal, würde ich sagen. Oh, die kriegen wir nicht mehr. Nein, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Oh, du blöde, blöde Fähre. Das ist ja vielleicht doof. Oh Mann. Egal, dann gehen wir mal schnell gucken. Beim, da beim Strandverkauf. Gehen wir nochmal schnell gucken nach den Sachen. Also den Sattel, den wir ja hierfür noch brauchen, den können wir ja noch nicht kaufen. Dazu brauchen wir ja einen vollen Ruf, also volle 6000 Rufpunkte. Aber Klamotten können wir uns ja vielleicht schon mal ein bisschen was holen. Also den da, wie gesagt, da brauchen wir noch ein bisschen. Dreh mal hier.
Den Rock fand ich doch so toll. Muss ich auch bewundert für sein. 3-1. Den da hätte ich ganz gerne. Aber dafür müssen wir auch bewundert sein. Das könnten wir schon kaufen. Ich weiß nur nicht, ob das zum Rock passen würde. Das wäre ja eigentlich unsere Wahl gewesen, ne? Dieses Set hier. Das hätte ich nämlich ganz gerne. So, nicht sind die Schuhe. Die sind doch schlechter als meine, ne? Aber die sind ganz gut. Da müssen wir dann mal schauen, was wir dann für Schuhe nehmen. Ansonsten holen wir uns vielleicht nochmal andere, mal gucken. Hut gibt's hier auch. Da gibt's eine Mütze. Und da, ach, da gibt's auch eine blaue Mütze. Okay. Ja. Ja, da müssen wir mal schauen, weil das ist momentan einfach noch nicht drinne vom Geld her. Aber das kriegen wir schon noch zusammen. Und den Sattel eben, da muss erstmal Ruf noch her. Das dauert noch ein bisschen, bis der voll ist. Ja, dann schauen wir mal, dass die Fähre, die kommt gerade wieder zurück, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, na, das passt doch. Und dann gehen wir jetzt rüber eben zum Einsiedler. Und schauen mal, wie wir dem helfen können. So, bin da, kann losgehen. Ach, die Katze, genau. Die Satteltasche wollten wir ja auch noch holen. Ach, wir wollten so viel. Das ist echt schlimm, schlimm. Was haben wir hier denn noch für einen Sattel? Ach, den. Das Set. Und los geht's. So, da sind wir auch schon fast da. So, okay. Und dann auf zum Einsiedler. Das ist ja nun auch ein bisschen ein weiter Weg bis zu dem. Ich finde, das ist wirklich ein weiter Weg, dass man da nach hinten geritten ist. Ich hoffe mal noch, dass es da eventuell irgendwann mal den Transporter hingibt. Also hoffe ich zumindest. Denn das ist wirklich, wirklich weit bis da hinten hin. Ist da mal eine ganze Weile unterwegs. Ja, wobei ich noch nicht weiß, ob es hier auf der Insel tatsächlich auch ein bisschen mehr gibt noch, aber ich glaube, das war schon beinahe. Hier kann man nach Hillcrest noch. Okay. So, ich kenne mich hier auf der Insel auch noch so überhaupt nicht aus, weil hier war ja noch nicht viel, nur das bisschen, was man bis jetzt gesehen hat. Und das ist ja nicht so viel, ne? So, sind wir gleich da. Nicht gesehen. So, guten Tag. Du hast einen guten Eindruck bei mir hinterlassen, das muss ich sagen. Du hast dich gut mit den Pferden angestellt, sogar mit Dark Angel auf der Reitstrecke.
Wenn du Interesse hast, bist du herzlich dazu eingeladen, eines der liebevollen Wildpferde zu adoptieren. Sie haben sich dazu entschieden, hier auf der Farm zu bleiben, weil sie das Leben draußen in Südhof für zu hart halten. Ich habe aber leider nicht genug Platz für alle. Wenn du einem der Welchponys also ein Zuhause geben möchtest, freuen sie sich mit Sicherheit sehr darüber. Der Preis, den ich für die Adoption verlange, ist eine symbolische Summe, und ich verspreche, dass alles für einen guten Zweck verwendet wird. Okay. Das Geld, das ich für den Verkauf der Welchponys verdiene, fließt direkt in meine Hilfe weiterer Pferde. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier die Ponys kaufen. So, da könnte ich dich ja doch in meinen Stall stellen. Ach, wie cool. 790 kosten die. Finde ich also in Ordnung. Und da wir, finde ich, ein neues Pony durchaus gebrauchen könnten noch, müssen wir mal schauen. Also ich überlege mir das noch. Würde die jetzt nicht einfach so, also nicht einfach so jetzt eins kaufen. Wir haben sowieso so wenig Star Coins momentan, weil wir ja noch Angel erst gekauft haben. Huch, da müsste man dann auch mal gucken, was für eine Farbe man nimmt. Ah, die gefallen tun die mir, also die sind wirklich süß. Okay, Herr Einsiedler, ich mach mal kurz hier die Rennen bei dir. Wenn ich schon mal hier bin, das ist immer so ein weiter Weg hierher. Deswegen komme ich so selten hierher. Und deswegen kenne ich auch die Rennen hier noch nicht so wirklich gut. Nein. Warum springst du denn nicht? Nein. Na? Okay. Nacht, das gibt's doch nicht. Diese blöden Dinger auf dem Boden. So. Also dieses Rennen muss ich auf jeden Fall noch üben, 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 üben. So, erledigt. Und dann das andere auch noch schnell. Dann haben wir nämlich hier auch wieder ein bisschen Ruf zusammen. Das war genau dran vorbei. Ah, wie doof. So, heute ist aber auch anscheinend nicht so mein Tag. Also, das gibt's doch nicht. Also wirklich, 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 wirklich schlimm heute. Stopp. Wir müssen doch da lang. So, okay. Also die Rennen hier muss ich tatsächlich noch üben. Die mache ich so selten. So. Okay. Das ist so das Einfachste, so der Schluss, der gefällt mir. Okay, so, trotzdem, EPs und Ruf gibt's ja trotzdem, egal wie doof man sich anstellt. Dem ja lohnt sich das trotzdem. Ah, Level 7, sehr schön. So, jetzt noch Wasser für die Pferde. Und dann haben wir hier die Dailies auch schon erledigt. Was ich total cool finde, dass wir die jetzt hier irgendwie mitgemacht haben. Die gehen ja eigentlich auch relativ schnell. Ich
Ende, du stehst mir voll im Weg. Muss ich da oben zulaufen? So. Okay. Dann komm her, Süße. Los geht's. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was haben wir denn noch an Quests? Wir haben so überhaupt nichts mehr an Quests. Das ist alles irgendwie, muss der Ruf mal erhöht werden. Da bin ich dran, aber es dauert natürlich ein bisschen. Dann können wir eigentlich nach Veldale zu Elizabeth und, ja, den Zugang zum Dinotal machen. Aber ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao.